Numbers. Das werden wir nun als erstes machen. Und zwar müssen wir... nein, das war was anderes. Wo war das? Genau hier irgendwo war das. Oder wir machen erstmal das andere. Oder war das hier? Genau, da oben ist es. Green Chambers, ihr seht, hierhin müssen wir uns teleportieren und müssen wir von da durchlaufen. Ich weiß, ein langer Weg, aber ich würde sagen, einmal den Weg werden wir zusammen machen, um euch zu zeigen, wo wir überhaupt dahin müssen. So, wo muss ich als erstes hin? Ich muss zum Catcher. Catcher da. Auf the Road Record. Dark Record, sorry. Da müssen wir halt jetzt als erstes hin und es ist ein sehr langer Weg, um es mal so zu beschreiben. Also der Weg dorthin zu unserem Ziel ist relativ weit und auch hier sage ich wie immer, ich werde euch als erstes mal den Weg dorthin zeigen, wie es dort funktioniert, also wie man da hinkommt. Und dann werde ich das dann beim nächsten Mal, wenn wir da wieder hingehen müssen, natürlich schneiden. Aber natürlich für die Leute, die zum Beispiel jetzt gerade nicht wissen, wo sie denn am Ende lang müssen, werde ich euch natürlich jetzt den Weg zeigen. Mache ich ja immer so. Damit es ja halt hier wisst, nur in den Ebenen zeige ich euch das ja nicht, was ihr da machen müsst. Die Ebenen sind ja im Grunde sowieso relativ auch einfach, um es mal so zu sagen. Da muss man ja nicht gerade viel Skill besitzen, um die Ebenen zu schaffen. Nur die Bosskämpfe, die sind dann halt ein wenig knifflig, aber auch nur ein wenig. Man muss sich halt, wie gesagt, hier durch die ganzen Ebenen durchschlagen. Kämpfen muss man natürlich nicht unbedingt. Ihr könnt hier kämpfen, müsst es aber nicht. Es ist für euch so ein bisschen freigestellt, was ihr hier gerade macht. Natürlich, wenn ihr gerade etwas unterlevelt seid, dann solltet ihr natürlich kämpfen. Aber ich bin jetzt mittlerweile auf einem sehr hohen Level, mit dem man auch sagen könnte, ja, mit dem Level könnte man rein theoretisch das Spiel beenden. Auch wenn man ja mein Hauptziel mal war, Level 200 noch zu schaffen. Ich glaube, es wird aber doch ein bisschen schwer. Aber wir haben ja noch ein bisschen einige Sachen vor uns. Es gibt noch viele, viele Sachen, bevor wir das Finale ansteuern. Und nochmal für die Leute, die nicht so oft einschalten, in Sword Art Online, Holo... Sword Art Online Re-Holo Fragment, den möchte ich nochmal sagen, dass wir alle Endings machen, denn mit jedem weiblichen Charakter kann man ein Ending triggern. Und genau das werden wir halt zusammen machen, damit ihr halt im Grunde dann alle Endings seht. Wird zwar für mich unglaublich schwierig, weil ich ständig den Final Boss machen muss, aber für euch mache ich das natürlich gerne. Auch hier müsst ihr euch ein bisschen durchschlagen. Ich bin überrascht, dass ich hier eigentlich überhaupt noch nicht alles gemacht habe. Sonst habe ich doch immer überall die Karten erkundet. Nur hier habe ich das komischerweise nicht gemacht. Aber okay. Machen wir jetzt natürlich auch nicht zusammen. Das würde natürlich zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt natürlich auch so laufen. Das ist auch möglich. Habt ihr also... Einige mögen das ja nicht so mit der Karte rumzulaufen, weil sie dann eine schlechte Orientierung haben. Ich finde das eigentlich relativ so okay, wenn man so läuft. Kann man halt immer genau sehen, wo man gerade ist und wo man lang läuft. Und dieser gelbe bewegende Pfeil, der sich da auf der Karte befindet, das sind im Übrigen wir, falls ihr euch fragt, warum, was guckt denn der da überhaupt? Ja, nochmal meine Frage an euch. Was haltet ihr eigentlich so ein bisschen von Holo Fragment? Findet ihr das Spiel geil? Ich weiß, dass es einige sich schon gekauft haben. Auch vielleicht auch durch mein Let's Play. Oder weil dieses Spiel halt interessant war. Es gibt ja immer wieder Angebote für das Spiel. Das Spiel kostet ja normal 20 Euro. Wie mir aber einer schon in den Kommentaren geschrieben hatte, gab es das Spiel auch mal im Angebot für gerade mal... Was hat das Spiel gekostet? Hat er mir geschrieben, irgendwie 5 Euro. Ich finde, da kann man sich das Spiel doch schon kaufen. Vor allen Dingen, weil man hier relativ viel Content bekommt. Ich kann euch ja gleich meine Spielzeit zeigen. Und für ein Spiel für 5 Euro, also wenn das Spiel ein Angebot ist für 5 Euro. Also, das ist das Schnäppchen der Welt. Klar,
Grafik ist nicht das Ultimative, aber wer sagt, ja, nee, so der Grafiktyp bin ich nicht. Ich würde gerne ein Spiel haben, was ich länger spielen kann. Ihr seht, 188 Stunden. Das sind Stunden, liebe Freunde. Finde ich, da hat man doch schon... Also ich finde, da ist das Geld eigentlich relativ gut angelegt. Ich meine, wir sind jetzt bei 188 Stunden und wenn wir das Spiel durch haben, werden wir locker bei 200 Stunden sein. Genau, da befand sich irgendwas Besonderes, frag mich jetzt nicht was. Aber wir müssen jetzt hier lang. Wir sind nämlich jetzt in diesem Gebiet, wo wir hin müssen und wir müssen hier abbiegen, nämlich zu diesem komischen, Herzchen geförmten Pflanzen. Das ist unser Punkt, wo wir hin. Ja, da sagt auch Kirito schon, was wir vorhaben. Es ist erneut eine China-Quest hier in der Holu Area. Was? Wieso kann ich es nicht usen? Warum kann ich den Scheiß nicht usen? Warum kann ich nicht das usen? Das ist doch übelst verarsche. Das gibt doch nicht mal Sinn. Vielleicht, weil hier ein ganz besonderes, abgesondertes Gebiet ist. Ich glaube, da hinten befindet sich übrigens ein besonderer Boss, der relativ stark war. Bin mir aber da nicht zu 100% sicher. So, wir gehen jetzt mal kurz raus. Versuche ich dann doch nochmal den Teleport Crystal einzusetzen. So, jetzt. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Und zwar, wenn ihr das jetzt gemacht habt, ihr habt ja gesehen, wo ich lang gelaufen bin. Und zwar müsst ihr als erstes, wenn ihr da reinkommt, links laufen, dann nach oben, dann wieder links und dann zu den Blumen. Und dort befindet sich halt Sache. So, wenn ihr das erledigt habt, bei diesem Blümchen wart, ist es eure nächste Aufgabe, zurück zum Eggie-Shop zu gehen, aber okay. Also diese Szene passiert, glaube ich, nicht. Also diese Szene sollte nicht passieren in der Shinon-Quest. Das ist jetzt irgendwas anderes. Irasshaimase! Kirito? そんなに息を切らしてどうしたの?何か急な用事でもあった?そこまでしなくても、濡れたら濡れたで替えの服とか貸してあげたのに。 うちが喫茶店じゃないって覚えてくれるならね。はい、どうぞ。褒めてもおやつは出さないわよ。 そうね。こんな雨の日に来るのは何も買わずにお茶だけ飲んでくどこかの誰かさんくらいじゃない?
こういう暇な日もないと在庫整理ができないからちょうどいいわ。やることはいくらでもあるし。防具？防具はね、作らないわけじゃないけど、武器で手一杯だからなかなかね。そうね。だったらちょっと協力してくれる？採寸。キリトの体に合わせて防具を作るから採寸させて。必要ないけど、気持ちの問題よ。防具なんてほとんど作ったことないから、まずイメージ作りから始めないと。システム的にはインゴットを叩くだけで完成しちゃうけど、それじゃあ気持ちのこもった装備品にならないわ。何ができるかはわからなくても、こんな防具になってほしいってイメージは常に持ち続けてないと。ここにはあんたしかいないでしょ。外してくれる？なるべく薄着の方がいいから。まだ残ってるでしょ？小学校の身体測定の時、キリトはどうしてたの？まったく往生際が悪いんだから。それじゃあじっとしてて。上から順番に測っていくから。我慢して。ちょっと腕を上げてくれる？胸周りを採寸するわ。そうね。ちょっと待って、うまくメジャーが固定できなくて。よいしょ。
ねえ、キリト。もう少しだけ、こうしていてもいい？キリト、見た目は細いのに、たくましいんだね。細いけどしなやかで、筋肉が綺麗に動いてて。こうして触ってると、すごく、あったかい。キリトはいつもこの体を傷だらけにして、私たちを守ってくれてるのよね。血を流して苦しんで命を危険にさらしながら攻略を進めてくれてるのに、私には武器を作ることぐらいしかできない。ごめんね。私ももっとキリトの役に立てればいいのに。キリト。ごめん、なんかくっついちゃって。え、あ、そうだね。いつの間にか病んでたね。それじゃあ、また。キリト。ありがとね。Ja, okay. Das war eine sehr interessante Szene. Auf jeden Fall gehörte sie natürlich nicht zu der Shinnok-Quest, die wir eigentlich machen wollten. Also kann ich euch jetzt schon mal verraten, das gehört eigentlich nicht dazu. Auf jeden Fall müssen wir jetzt, wie gesagt, in den Eggshop, um die Quest von Shinnok weiterzuführen.